Willkommen Leute zu einem neuen Video und heute zocken wir mal wieder mit einem Texture Pack und heute mal wieder ein ganz spezielles Texture Pack. Wir gehen runter von dem 2048er Texture Pack auf dein 1x1 Texture Pack. Ja Leute, denn wir zocken mit dem Wondercraft Texture Pack und das ist ein 1x1 Texture Pack, also die Auflösung 1. Nicht so ganz, muss ich leider zugeben. Die Blöcke und sowas sind alle in der Auflösung 1, aber leider die Schwerter nicht, was ich nicht so dramatisch finde und ich habe auch leider kein anderes gefunden. Aber die Blöcke haben die Auflösung 1 und das ist dann, denke ich, nochmal recht interessant. Ich dachte mir, wir können das Ganze mal mit dem Shader kombinieren und auch mal ohne Shader gleich. Wir sehen schon, die Texturen sind jetzt hier leider nicht 1x1, aber das ist ja auch halb so wild. Wir schauen uns das Ganze einfach mal in-game an, denn ich finde, trotz der minimalistischen Darstellung lassen sich die Blöcke recht gut erkennen. Also, ich muss jetzt nicht sagen, oder ich kann eigentlich gar nicht sagen, dass ich jetzt nicht unbedingt weiß, welcher Block was ist. Man kann schon recht gut erkennen, was was ist. Das ist jetzt zum Beispiel... Alles klar. Nee, aber man kann auf jeden Fall zumindest vermuten, was der Block darstellen soll. Das sollen zum Beispiel Scheiben sein. Das soll eine Wolke sein. Das hat mich ein bisschen gewundert. Hier im Inventar habe ich jetzt irgendwas Rotes. Natürlich, was könnte es auch sein? Das Rote in meinem Inventar ist jetzt natürlich ein, ein TNT-Block. Und, also ich finde, man kann schon recht gut erkennen, was es ist. Zumindest für die Auflösung. Ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Und man hat natürlich auch recht viele FPS, weil man halt kein hochauflösendes Texture Pack benutzt. Und jetzt muss ich noch mit dem kämpfen. Was ist denn da los? Ich war eigentlich schon fast fertig mit meinen Kollegen hier. Und ich werde jetzt abgestorben. Yo, du kleiner netter Junge, Alter. Ich bin voller coole Junge, ey. Schlimmer als die Polizei erlaubt. Gibt es so eine QSG-Polizei? Die wird den jetzt, glaube ich, ich würde ihn auf jeden Fall mal zur Rede stellen. Och nö. Komm, kloppt euch jetzt mal. Jetzt bin ich der Abstauber. Komm, kloppt euch jetzt mal. Ich möchte jetzt auch mal abstauben. Aber so richtig krass. So. Das war jetzt aber nicht richtig krass abstauben. So, das war jetzt leider doch nicht das, was ich eigentlich wollte. Deshalb nochmal auf der Map Mall. Und hier haben wir direkt unser Schwert, was wir uns auch gewünscht haben. Und jetzt können wir T-Mox erstmal eine Runde kaputtboxen. Ich bin gerade eben auch, durch die TNT-Explosion gestorben, wenn ich mich nicht irre. Und leider nicht durch... Was heißt leider? Es wäre besser gewesen, wenn ich einfach die ganze Zeit überlebt hätte. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Leider nicht durch einen Schlag. Ich liebe nämlich Schläge. Ach nein, meinte ich natürlich jetzt nicht so, aber... Ach, ich weiß eh, dass wieder ein Zitat rauskommt. Und hat der ein Pad-Skin? Nein, oder? Ich glaube nicht, oder? Keine Ahnung, doch. Oh, warte mal. Bleib mal stehen! Doch, Pad, Alter, was ist denn da los? Oh nein, der kann mich nicht sehen. Können wir wenigstens einen Screenshot machen? Kartoffel XX. Ach komm, es tut mir irgendwie leid, aber ich muss ihn echt töten. Weil er wird mich, ob ich ihn jetzt töte oder später, das macht ja keinen Sinn. Oder keinen Unterschied. Warum Sinn? Aber ach komm, ich lasse den Boy einfach in Ruhe, deinen netten Skin. Sag ich jetzt einfach mal hier. Und geh lieber Würfel kaputt hauen wie Ice Cube. So, Ice Cube, es hat sich ausgeschmolzen. Komm her. Dann. Bam. Bam. Und da ist er auch. Da oder der. Keine Chance, der Kollege. Ne? Da ist es. Da ist natürlich. So. Ja. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Texture Pack so auf dem ersten Blick gefällt. Ich kann euch den Download-Link gerne mal in die Beschreibung packen. Und wenn ihr irgendwelche Texture Packs noch habt, die ihr cool findet oder die irgendwas Außergewöhnliches haben, bitte nicht so ein PvP-Pack oder sowas. Das will ich gar nicht sehen. Nicht, weil es irgendwie schlecht sein könnte oder sowas, sondern einfach, weil es halt was relativ Normales ist. Sondern eher sowas, was halt spezielle Texture Packs wie ein MLG-Pack. Einer hat mir zum Beispiel letztens in die Kommentare geschrieben, dass er momentan an einem John Cena-Pack ist. Und das habe ich zum Beispiel mega gefeiert. Da fand ich es auch echt schade, dass leider noch keiner mir so eins zugesendet hat. Also wenn ihr irgendwie so ein John Cena-Pack hättet oder habt, dann könnt ihr mir das wirklich gerne, gerne zusenden, Leute. Und ich würde das auf jeden Fall, denke ich, mal auch vorstellen. Wenn das dann auch passend ist. Und Alter, er hat hier aber auch kein Limit. Kontinuierlich mit dem Bogen angreift. Yo, ist hier alles cool.
Alter, dass ich den noch bekommen habe, ne, der hatte zwei Goldäpfel, dass ich den noch bekommen habe, das ist ja echt ein Wunder. Ich schaut euch das an, diese minimalistische Darstellung, aber trotzdem irgendwo erkennbar. Ich meine, okay, das Gras, ne, da kann man jetzt nichts erwarten, aber ich finde, das sieht echt irgendwie, das hat doch was, oder Leute? Bilde ich mir das ein oder hat das was? Ich muss ganz kurz Screenshots machen, Leute. Also ich finde wirklich, das hat was und da sieht mich die Kartoffel. Kartoffel! Komm, ich bin mal nett und mach ein faires 1v1. So, er schreibt nichts und hat ein Holzschwert. So, dann jetzt hier aber. So. Oh ja, doch, ich hab ihn, die Kartoffel. Aus dir wird jetzt Kartoffelpüree, würde ich mal sagen, ne? Naja, er wusste ja nichts davon, war ja auch freiwillig. Okay, cool. Die Runde konnten wir gewinnen. Ich schreibe auch mal GG in den Chat. Ich wette, er hat einen Chatbann. Würde mich zumindest wundern, wie du schwitzt. Wer hat mich denn mit einem Bogen abgeschossen permanent? Dann nehme ich den Shader einfach mal ganz kurz raus. Drücke auf Off. Aber ich habe halt einfach so Standard-Maps, die ich gerne zocke. Da gehören zum Beispiel Raid dazu. Es gehört Tyrise auf jeden Fall dazu. Da haben wir eine Angel drin. Da haben wir ein Schwert. Und dann würde ich sagen, ab ins Gemetzeletzel. So, Robin XS. Ja, das war ein sehr intensiver Kampf, würde ich mal behaupten, lieber Robin. Und da ist auch schon Tamama. Hallo, Tamama. So, da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Und dann gehen wir mal weiter. Also jetzt auch ohne Shader, um vielleicht nochmal darauf einzugehen. Ich bin dann mal weg. Jetzt nochmal ohne Shader, um vielleicht nochmal darauf einzugehen. Finde ich, sieht das Texture Pack immer noch sehr nice aus. Also ich kann nicht sagen, das sieht irgendwie schlecht aus. Und der Shader natürlich, der holt ein bisschen was raus und der lässt das Texture Pack nochmal ein bisschen natürlicher, ein bisschen intensiver aussehen. Aber im Ganzen sieht mir das Texture Pack auch... Also es gefällt mir auch so, muss ich sagen. Dieser minimalistische Stil, der 1x1 Texturen... ist sehr cool, besonders weil man halt noch erkennen kann, was die Texturen sind, ne, ich meine, na, man muss natürlich die passenden Farben und sowas verwenden, wenn man so ein Texture Pack machen möchte, denn ich meine, man kann jetzt nicht ich nehme jetzt einfach mal eine Holztextur als Beispiel, man kann jetzt dieser Textur nicht einfach irgendwie einen sandfarbigen Ton geben, ne, dann können wir auch denken, das ist halt Sand. Zum Beispiel sowas hier, man erkennt direkt, das ist Sandstein. Ich hoffe, dass es auch Sandstein ist, aber es sieht auf jeden Fall stark nach Sandstein aus. Das hier glaube ich auch, könnte auch Clay sein. Dreck. Ich meine, wie will man das auch anders darstellen, wenn man gerade mal ein Pixel zur Verfügung hat? Gras natürlich auch so eine Sache. Man hat halt nur ein Pixel zur Verfügung, da muss man natürlich, ja, die Farben so anpassen, dass man das irgendwie erkennen kann. So, und der ist auf jeden Fall hart am Sweaten mit der Angel. Der hat auf jeden Fall locker den Anglerschein in der Tasche. So, Glas ist natürlich dementsprechend auch nicht durchsichtbar. Denn das ist, glaube ich, Glas, wenn ich mich nicht irre. Und, ja, da kann ich leider nicht durchgucken. So, und jetzt sollte jeden Moment down sein. Ach, Mann. Marcel, hier, komm. Genießen den vollen Zügen! Bam! Oh. So, und der Kollege ist jetzt auch an der Reihe. Na du, alles klar, ich habe 14 TNT. Ich würde ihn gerne mal wegschleudern. Nein, ich wollte ihn... Nochmal, jetzt liegt einfach die Lava mega trocken. Ich spring nach. Boah, es hätte nochmal knapp werden können, wenn er mich geschlagen hätte. Oh shit. Ah, gut. Ja, erfolgreiche Runde, würde ich sagen. Und hier sieht man auch nochmal, wie das aussieht, wenn man Feuer hat. Auch relativ durchsichtbar. Also man sieht auf jeden Fall was. Ah, cool. Also das Texture Pack gefällt mir recht gut. Ist kein Texture Pack, was man eventuell so kennt. Die Feuertextur wechselt selbst die Texturen. Also von orange zu hell und so weiter. Sieht man ja auch. Sieht ganz geil aus, doch. Gut gemacht. Gefällt mir. Ist auch ein 1.8 Texture Pack. Also jetzt keins, was irgendwie 1998 gepixelt wurde oder so. Oder 1980 im Weltkrieg. Ja, okay, 1943 oder, ne, wenn die Staubeier wieder ankommen wollen, so. Aber ihr wisst, worum es geht und in diesem Sinne würde ich sagen, ich verabschiede mich von diesem Video, hoffe, das Ganze war unterhaltsam. Ihr könnt mir, wie gesagt, gerne eure Texture Packs zusenden, wenn ihr was Außergewöhnliches habt.
Und ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, Leute.